wo ist denn das? Wo ist das? Au, verdammt. Ach, Paletten steht hier im Weg. Ach, nichts aufgeräumt. Na, das ist es nicht. Vielleicht das hier? Nee, das ist es auch nicht. Ach, scheiße, schon wieder dagegen gerannt. Macht mal nicht das Licht an! Mensch, das siehst du doch nichts da. Wenn du so suckst auf die Schnelle, du. Das ist einfach ein Drama. Ich dachte, ich tue wegen Licht sparen und Strom sparen. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Danke, super. Jetzt ein Feuerlicht anmachen, bevor es reingehst. Ja, du Schlaumeier. Ich hab bloß schnell was gesucht. Zünd da einen Mingalo an. Da hinten, freilich. Du spinnst ja wohl, aber ist eine geile Idee. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Da. Aber wir zünden ein bisschen was, komm. So, das brauchen wir noch. Und die hier auch noch. Jawohl. So, ah, ja. Na, die brauchen wir noch hier. Jawohl, gut, jetzt habe ich alles, ja? Ja, jetzt habe ich alles, super. Schalalala. Ja, so, Markus, los geht's. Wir haben ja schon seit geraumer Zeit die Funke-Bengal-Artikel im Shop, aber wir haben sie noch nicht getestet. Und ich dachte, das können wir jetzt gleich mal machen. Da hätte ich so richtig, richtig Bock drauf jetzt. Ja? Zum Beispiel die neuen Titan-Bengalos hier von Funke, Starklichtfackeln, Magnesiumfackeln. Die gibt's in Purpur, in Rot, in Gelb, in Grün und in Weiß. Habe ich sie zumindest im Shop stehen. Ja, und die gibt's auch in Normal-Bengal ohne diese Titanfontäne. Gibt's hier auch nochmal. Dann habe ich noch gefunden den geilen Bengalux 8000 hier, ja, mit 170 Gramm Nettomasse, glaube ich, hat er. 170 Gramm tatsächlich, ja. Das ist schön da. Also bei Funke ist ein Funke. Man muss ja Argento sagen. Ist ja Argento-Ware hier. Haben sie schön gemacht hier. So ein bisschen aufgezeigt, wie viel Rauchmenge. Ja, der hat jetzt ganz viel Rauch tatsächlich. 4 Balken, dann Leuchtkraft 100%. Oh, boah, richtig stark Licht sozusagen. Und die Effektdauer 30 Sekunden, könnte ein bisschen länger sein. Haben sie hier selber mit 2 Balken nur gekennzeichnet. Ist gut. Und Farbe, blau natürlich. Blaues Quadrat auf blauem Grund, ja. Nee, haben sie schön gemacht. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und es gibt natürlich noch die Handfackel Bengalo H50, hat allerdings 60 Sekunden Brenndauer und 40 Gramm Nettomasse. Weshalb das Ding H50 heißt, weiß ich nicht. Vielleicht kann es mir aber einer von euch verraten, schreibt es einfach hier unten in die Kommentare mit rein und ja, macht mich einfach etwas schlauer. Alle Artikel Kategorie T1. Und ich würde sagen, genug geredet, ich will sie jetzt unbedingt mal sehen. Los geht's auf. Ja, das ist kein richtiger Bengalsatz, oder? Aua! Oh. Wir überfahren hier. Das ist übrigens für die Hand. Ja. Für die Hand. Naja. Ja, kann man schon lassen.
Naja, ich weiß nicht, der Grüne ist ein bisschen der Schlaggespritzer und ich finde, da könnte ein bisschen mehr dahinter sein. Am Anfang ging es, aber später war es jetzt irgendwie ein bisschen. Farblich nicht so schön. Auch Helligkeit. Ja, das war doch ganz nett. War klar, zu erwarten, dass es der hellste ist. Ne? Oh. Schön. Funke, Funke, Funke.
Oh. Alter. Leckt sich am Arsch, Alter. Das ist ein Ding. Ist, stinkt wie Sau, aber. Aber Sau, hey. Sehr cool. Oh Mann. Was hat denn der Funke Agento für einen Müll produziert? Ja, so ein Scheiß. Nee, war super. Einwandfrei, gefällt mir. Es sind echt geile Teile. Kann man gut gebrauchen. Jetzt bei uns im Onlineshop natürlich bestellbar. Ja, neben ein paar Blackbox-Artikeln. Sicherlich keine schlechte Alternative, muss ich sagen. Ja, alle loben ja immer Funke und Agento. Aber das haben sie wirklich schön gemacht. Ich bin ja immer sehr skeptisch und etwas, wie soll man sagen, nicht so leicht zu überzeugen, aber die sind wirklich gut. Ja, Test bestanden, super.